Hey Leute, Hallöchen und herzlich willkommen bei Pandito Gaming mit mir, dem Otto. Und unserer App, Dr. Pandas Asia Restaurant. So, im letzten Part. Oh, ich habe richtig Hunger bekommen, da haben wir Sushi gemacht. Und jetzt begrüßen wir aber erstmal unseren neuen Gast. Bitte tritt ein, Kumpel. Wer bist du? Hund? Bitte tritt ein, was darf ich dir zubereiten? Ein Omelett. Ein Omelett war das vom ersten Mal. Jetzt habe ich das gerade gesehen in dem Bildchen. Das sah mir doch wie ein Omelett aus. Ja, und er schwenkt es auch schon. Okay, dann habe ich ja wirklich alles falsch gemacht im ersten Part. Ich habe ja nichts mit einem Ei und einer Pfanne angestellt. Oh Gott, ich habe das ja völlig falsch gemacht. Okay, Paprika. Was? Eier. Natürlich brauchen wir Eier für ein Omelett. Was noch? Was noch? Ananas passt ja auch gar nicht. Zwiebeln schon eher. Oh Gott, ich hatte ja Ananas in dem Omelett. Das kann ja gar nichts werden. So. Ja, das möchtest du? Aber passt leider nicht, ne? Passen leider immer nur drei Sachen aufs Tablett. Ja. Okay. Das war's. So, jetzt haben wir wenigstens mal ein Ei zum Omelett. Das kann ja schon mal nur besser werden als letztes Mal. Da habe ich ein Omelett mit ganzen Früchten gemacht. Ungeschält. Ohne Eier. Na klar wird das nichts. Okay. So, dann wollen wir mal. Paprika wird geschält. Oder geraspelt. Das Raspeln hat eigentlich auch Spaß gemacht. Raspeln wir die mal. Das macht wunderbare Streifen. Das ist optimal, würde ich sagen. Zack. Jetzt gleich mit der Zwiebel auch. Brauchen wir nicht lange rumeiern mit dem Messer da, oder? Da machen wir ja schön perfekt Streifen. Guckt euch das an. Optimal. Optimal. Aber das... Was machen wir mit dem Ei? Was machen wir mit dem Ei, Freunde? Wo kommt das denn jetzt hin? Nein. Okay, wir kochen's. Wir kochen das Ei. Haha. Okay, jetzt darf ich das nicht überkochen, Freunde. Woher weiß ich denn, wenn es fertig ist? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ja, so ein paar Sekunden halt, oder? Es schwimmt oben. Ich denke mal, das ist fertig. Wenn es oben schwimmt. Oder? Okay, das sieht ganz gut aus. So. Jetzt hier Ei rein. Zack. Paprika. Zwiebeln. Und jetzt müssen wir das Ei aber noch brechen. Wie bricht das Ei? Können wir schwenken? Ja. Wow. Aber das muss doch brechen. Wir brauchen noch ein... ein geöffnetes Ei. Aber kriegen wir das da wieder raus? Nein. Okay. Dann lass uns erstmal würzen. Mit was würzen wir denn? Pfeffer? Jawohl. Nur ein bisschen. Nicht, dass der Panda niesen muss. Achso, oh, das war Paprika. Ich wollte Salz eigentlich. Hier, Salz. So. Ein Schuss Essig. Ein Schuss Essig. Nur ein bisschen, nur ein bisschen. Okay, eine Knoblauchzehe vielleicht. Und was ist das hier eigentlich? Sojasauce. Ja, komm, Schuss. So, immer ist hier ein Asia-Restaurant. Okidoki. Das Ei, ich würde das Ei ja gerne aufbrechen. Das muss doch aufzubrechen sein. Off. Kriege ich das hier wieder raus, das Ei? Fertig? Nein! Nein, noch nicht! Oh Mann! Oh Mann! Ich möchte doch mein Ei aufbrechen. Jetzt hat er ein ganzes Ei in seinem Bock. Schaut mal da! Das ist ein ganzes Ei! Das ist doch nix! Das sind ja nur die rohen Zutaten. Na komm, iss das Ei. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Das wird doch nix. Was ist los hier? Ah, jetzt. Mund auf! Okay, ja, das Ei mag er nicht. Natürlich nicht. Das ist ja auch ein ganzes Ei. Aber den Rest fand er gut. Diesmal haben wir es nicht überwürzt, Freunde. Nicht zu scharf, nicht überwürzt. Nur halt ein komplettes Ei im Gericht. Ja gut, da kann man sich drüber streiten. Da kann man sich drüber streiten. Oh Mann, ich würde es gerne nochmal machen. Vielleicht das Ei im Mixer. Das muss doch zu knacken gehen, das Ei. Ich meine, wir reden hier von einem rohen Ei. Das... bricht ja von Hause aus, ist das ja schon zerbrechlich, aber ist mir völlig unklar. Hahaha. Leute, wisst ihr was? Wir machen den jetzt hier noch. Wir machen den noch, vielleicht kriege ich das nochmal. Und ich möchte unbedingt nochmal ein Omelett machen. Was habe ich gesagt? Ein Omelett, jedenfalls wollte ich sagen. Ein Omelett möchte ich gerne nochmal machen. Jetzt müssen wir aber erstmal Sushi machen. Okay, machen wir noch eine Runde Sushi. Das hat auch Spaß gemacht. Das Schneiden, das war lustig. Okay, also einmal die Alge, einmal Reis. Das haben wir ja letztes Part schon gemacht.
Da sind wir ja schon beinahe Profi drin, was? Perfekt. Okay, was hättest du denn gern, Äffchen? Ananas! Wenn das Ananas ist. Zwiebel? Nein. Oh Gott, die sind so lecker. Warum nimmst du keine Zwiebel? Ich würde dir Zwiebel wärmstens empfehlen. Lachs? Ja, yeah, Lachs. Lachs ist gut, Kumpel. Hier, Garnele? Oder was? Was ist denn das? Garnele? Ist das, ja, sieht so aus. Okay, noch hier noch eine Gurke. Ich gönn... Das hier auch? Okay, das haben wir noch gar nicht. Ich gönn dir sogar noch einen Lachs. Was hältst du davon? Wenn der Lachs hier nochmal rumkommt. Sekunde. Wo ist er? Wo ist er? Nein. Haben wir keinen Lachs mehr? Doch, hier. Gott sagen, geh doch mal nach hinten, bestell noch ein bisschen Lachs nach. Aber passt. Alles klar, dann wollen wir die Sache mal zusammenrollen. Vorsichtig und eng. So, und zurück. Ja, perfekt. Okay, und jetzt nur noch in gleiche Teile. Zack. Ja, so hier. So. Oh. Ah, fast zu dünn, aber geht, glaube ich, noch. Ah, der wurde zu dick. Na gut. Oh, wow. Was? Ich habe nur 4 Schnitte. Ach so. Oh nein, das hat ja so ein Riesenstück. Oh Gott, guckt euch das mal an. So ein Riesenstück. Oh, sieht das lecker aus. Dieser doppelte Lachs da drin. Oh. Ah, Mann. Okay, letztes Mal mochte der gar keine Sojasauce. Warum auch immer. Ist mir ja... Also, ich finde ja das Muster drauf. Aber gut. Ich mach... Muss, das muss auch. Wenigstens ein bisschen. So. Nur ein Tröpfchen. Okay. Schauen wir mal, was er davon hält. Ja gut, das eine Stück ist natürlich riesig, ne? Das gibt bestimmt Punktabzug in der B-Note. Aber mal, ja, guckt euch das an, wie groß das da ist. Ja, das kriegst du zuerst. Ratsch. Achso, ja, weiter geht's. Guck mal, wie gierig er ist, wie er sabbert. Er möchte mein Sushi essen. Und, rapp. Ein noch. Und den letzten. Okay, was sagst du? Wie, zu wenig? Oder zu viel Gurke? Was heißt denn das? Er war viel... Aber er lacht, sag ich mal. Er lacht. Er scheint mir zufrieden zu sein, oder? Er scheint mir zufrieden zu sein. Er lacht auf jeden Fall. Und ich hoffe doch, er bezahlt mich auch gut. Oh ja. Dankeschön. Eine Goldmünze. Danke. Perfekt. Okay, wieder ein Gast glücklich gemacht. Und im nächsten Part machen wir nochmal die Suppe. Und vor allem das Omelett. Mit diesem Ei. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin, Freunde. Ein Part gibt es noch. Sage ich jetzt schon mal. Es gibt noch ein Part... Mit Suppe und Ei. Omelette. Okay, Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann würde es mich sehr freuen, wenn ihr mal einen Daumen da lasst und einen Kommentar schreibt und den Kanal natürlich abonniert. Das wird uns sehr helfen. Und wenn ihr den nächsten Part gucken wollt und vielleicht auf dem Handy gerade schaut oder Tablet, dann schaut doch mal rechts oben in eurer Ecke. Da, also in der Bildschirmecke meine ich. Da ist ein kleines weißes I. Wenn ihr darauf drückt, dann kommt ihr direkt zum nächsten Part. Und bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Macht's gut, Freunde, und ciao.